Welcome. Und liebe Leute, willkommen. Na, zurück in Black Mesa. Wir sind mal wieder im Titelscreen, weil ich wollte euch den coolen Titelscreen von dem Kapitel, in dem wir jetzt sind, Oberflächenspannung, nicht vorenthalten, weil das sieht ganz hübsch aus. Black Mesa Hydroelectric Power Facility Utsuritzet Personal Only. Okay, wir müssen zwar dann jetzt einmal kurz diesen Ladescreen ertragen, aber das können wir über uns ergehen lassen. Und dann ist ja direkt Ballerei, weil wir haben ja quasi mitten in der Ballerei aufgehört. Das könnte jetzt etwas problematisch werden. Aber es wäre, glaube ich, problematischer, ja, den Start hier mit Synchronschneiden und so weiter zu machen, ohne... Nervöses Lachen, heilige Scheiße. Okay. Ohne vorher... Moment mal, was passiert denn hier eigentlich gerade? Das, als würde sich hier gerade irgendwas wieder gegenseitig... Boah, ich muss mal kurz meinen Sound leider machen. Das ist ganz schön laut. So. Hier explodiert alles. So, hier explodiert auch, sorry. Aber es ist echt, als würde sich da was gegenseitig gerade... Was war denn jetzt hier gerade los? Hier hat sich irgendwas... Irgendwas hat hier gegeneinander gekämpft, während halt nicht auf mich geschossen wurde. Ich muss mir mal die Leichen genau angucken. Ah ja, und das ist genau das, was ich am Anfang gesagt und befürchtet habe. Ich hatte gesagt, sobald wir draußen sind und Licht sind, ist und so, da werden diese Grafikoptionen... Oh. Och Mann. Dann wahrscheinlich an ihre Grenzen kommen. Und ich merke gerade, damit könnte ich richtig gelegen haben. Weil wir hatten hier zumindest... Also wir haben jetzt zumindest gerade keine flüssigen 60 FPS mehr. Ja. Und da war noch kurz richtig nennenswerte Drops. Ich werde mal kurz ein bisschen weiterlaufen, aber dann vielleicht die Lichteffekte doch nochmal ein bisschen runterschrauben, solange wir in diesem Kapitel hier sind. Ah! Ist ja nett, dass ihr so einfach absichtlich mitten in dieser Explosionsfässer rennt. Aber ich würde es bevorzugen, wenn ihr gar nicht erst da wärt. Klammern. Schmerz. So, einen habe ich da hinten noch kommen sehen. Wo ist er hin? Hä? Nani? Ist er mir hinterhergelaufen? War der gerade da oben? Das klang gerade voll japanisch, was ich gesagt habe. War der gerade da oben? War der gerade da? Ah! Mann! Nee. Laden. Das war blöd gerade. So ist es besser. So gefällt es doch allen Parteien besser. Ne? Speichern. Timer läuft. Super. Ich frage mich ja gerade, ob man irgendwie mit ein bisschen Trickserei da in dieses Wasser springen kann. Weil theoretisch... Okay. Nein, es ist sichergestellt, dass es nicht passiert. Okay, ja, vielleicht sollte ich jetzt wirklich einfach mal kurz die... Noch mehr? Mann, fickt euch doch mal. Ich treffe euch auf diese scheiß Distanz nicht. Habe ich da jetzt wen gekillt? Vor allem sind die ganze Zeit am Vorschießen. Geht mir nicht auf den Sack, wirklich. Ihr geht mir nämlich auf den Sack, Alter. Nervig. Diese Typen sind so nervig. Weil die ja noch überall immer treffen. Und ich die halt nicht. Und wie geht jetzt dieses scheiß Tor auf? Achso, ich kann da einfach rüberklettern. Ach, nee. Das mache ich nochmal. Da habe ich jetzt viel zu viel AP verloren.
Viel zu viel. Meiner Meinung nach. Viel, Penner! Immerhin wieder nichts getroffen. Mann! Ich treffe die nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Und dieses Ding kann man offenbar nicht sehr weit werfen. Da kommt eine Granate. Unglaublich, wie ungenau meine Fuckwaffe auch ist und wie die einfach mit jedem Scheißschuss treffen. Ich kapiere das nicht. Und da kommen jetzt gleich auch nochmal welche raus. Großartig. Großartig. Geht mir echt, also das geht mir wirklich ganz. Ich predige das jetzt schon, seit wir zum ersten Mal auf diese Scheißgegner getroffen sind. Das geht mir wirklich auf den Sack. Also das ist einfach nicht. Ist einfach schlecht gemacht, so. Muss man halt auch einfach mal sagen. Was ist das eigentlich? Ach, so eine Kackmine. Was passiert, wenn ich diese Dinger hier werfe? Was ist das? Ich habe da jetzt mal zwei hingeworfen. Passiert da was? Offenbar nicht. Ich weiß echt nicht, wie ich das angehen soll. Und wie gesagt, man kann ja auch nirgends in die Deckung, weil immer überall Granaten fliegen. Genau das meinte ich. Da habe ich es gerade mal gut geschafft, ohne viel getroffen zu werden. Bin jetzt wieder auf 30 runter. Alter, geht mir nicht. Wirklich, ich renne einfach wieder. Ist mir doch egal. Das ist ja so eine Zeit. Munition sind alles Verschwendung einfach. Da habe ich echt gar keine Lust drauf. Aber dann kommt von allen Richtungen welche oder was. Ja, komm hier, fuck off. Treffen die mich hier runter ins Wasser auch? Oh, natürlich. Wo ist der andere? Da! Nachladen. Okay, was mache ich jetzt hier? Rausschwimmen kann ich nicht. Alter, ich habe wirklich immens viel Spaß mit dem Spiel, mit dem Projekt. Alles finde ich super cool, aber diese ganzen Passagen mit diesen 1000 Soldaten hier sind einfach echt nicht cool. So muss man einfach sagen, wie es ist. Die sind einfach echt nicht cool. Ist es hier jetzt Todesfalle oder was? Was ist hier? Ich komme hier nirgends raus. Ah, Moment, da kann ich reinschwimmen. Nee, doch nicht. Okay, also sobald man einmal hier unten ist, ist es jetzt Game Over oder was? Ihr gebt mehr Wasser, aber keine Alter. Hä? Das kann ja jetzt nicht wahr sein, oder? Dass man hier jetzt gefangen ist, oder was? Echt jetzt? Ich sehe halt keinen Ausweg, ne? Scheiße, beleuchtet. Da ist eine Leiter. Ja, da komme ich ja nur dahinter wieder hoch. Was bringt mir das denn? Ich bräuchte mal eine richtige Sniper. Nicht nur diese komische Armbrust. Oder irgendwas, was gegen diese Typen sinnvoll ist, womit man mal nicht 30 Magazine braucht, um die zu erledigen. Machen wir hier was auch immer. Geht mir echt so auf den Sack. Bekämpfen die sich da jetzt eigentlich gegenseitig oder schießen die von außen gegen die Wand hier, wo ich drin bin? Was passiert jetzt?
da unten jetzt diese Gitter offen, oder? Ich sag mal so, ich habe nicht wirklich eine andere Wahl. Ich schwimme einfach mal durch. Licht. Rush. Na, guck mal, wo ich bin. Hier wollte ich doch runterspringen. Das wurde mir verwehrt. Ja, nice. So. Mit den Typen da oben werde ich mich keine Sekunde länger beschäftigen. Warte. Das ist doch hübsch hier draußen. Sehr, sehr hübsch. Schießen die eigentlich noch auf mich oder was genau machen die? Ist mir eigentlich auch egal. Komm, ich gehe einfach weiter. Tschüss. Ich würde die gerne alle töten. Einfach auch so lore-technisch, so die ganzen komischen, korrupten Soldaten, die ihn hier verfolgen. Die würde ich, die wüsste ich schon gerne erledigt. Aber hey. Was ist das hier? Krokodileier? Oder womit haben wir jetzt zu tun hier? Hm. Achtung, Tod! Okay. Ich bin bereit dafür. Oh, das ist saudunkel. Das ist ja echt richtig dunkel. Wir sind immer noch am Ballern da oben. Boah, also ich verstehe auf jeden Fall den Kapitel Oberflächenspannung. Weil meine Geduld ist gerade auch sehr gespannt mit diesen Gegnern an der Oberfläche von Black Mesa. Okay. Das ist echt hübsch. Das ist echt hübsch. Ich glaube ja, ich soll dahin. Oder? Ja, ich glaube, das hier ist der Storyweg, aber deswegen bin ich umso motivierter, erst nochmal ganz kurz hier drüben zu gucken, was da ist. Oh ne. Mann! Hier ist auf jeden Fall eine Höhle mit ein bisschen Schildkram und so. Damit kann ich umgehen. Und da kommen wir nicht rein, da kommen wir nicht hoch. Ja, super. War eine gute Entscheidung, hier nochmal schnell hinzugehen. So, jetzt ruhig mal wieder ein bisschen ruhiger und lieber wieder mit ein paar Alien-Gegnern statt so was. Normalerweise mag ich in Videospielen, also in solchen Spielen so, also wie zum Beispiel, das kann ich nicht vergleichen. Aber zum Beispiel in Tomb Raider, ja, mag ich es sehr gerne, wenn mal zwischendurch menschliche Gegner sind und nicht immer irgendwelche gruseligen Mysterium-Gegner. Aber hier kann ich das nicht so ganz wiederholen. Okay, diese Tür ist zu, ja. Das heißt, ich muss irgendwie auf dieser Mittelplattform hier weiterkommen. Aber sag bloß, ich muss an dieses Seil hier springen. Ich weiß nicht, ob es geht. Es liegt halt irgendwie erstmal nahe, aber... Oder geht es und ich bin nur zu blöd? Nee, ich prall davon ab. Vielleicht muss ich einfach hier drauf laufen, um die Ecke und dann die kaputte Leiter hoch. Oh je. Da passiert irgendwas. Ach du Scheiße. Es ist echt sauhübsch hier oben. Das muss man mal sagen, wie es ist, ne? Aber ist ja nicht automatisch, dass ich mich wohlfühle. Vor allem nicht mit den Dingern. Die kann ich sowieso immer nicht einschätzen. Nicht jetzt nachladen, Alter. Immer im schlechtesten Moment. So. Lebt noch was? Ich höre noch was. Ja, da.
Du bist auch noch am Leben. Das könnte es eventuell gewesen sein. Nee, ich höre hier noch was. Da. Es tut mir mal voll leid, wenn man den einfach so gefühlt mitten ins Auge schießt. Oder ich weiß ja nicht, was das ist, ob das ein Mund ist oder was auch immer es ist, ich schieße da rein. Du bist tot. Hier kann man aufmachen. Will ich das? Hier gibt es Feuerwasser. So viele Wege, Alter. Hier gibt es auch noch einen Hinterhof. Dann geht's hier noch durch. Die Headcrab ist tot. Trotzdem ist er gestorben. Ich will nur mal auf Nummer sicher gehen. Ja. Ja, also das ist ein Weg. Dann kann ich hier, wie gesagt, durch. Warum ist jetzt das Tor hinter mir zu? Dann gehen wir da mal noch nicht durch, weil es gibt da noch so einen Weg durch so eine Höhle. Dann ist das wahrscheinlich der Storyweg. Okay, da waren wir gerade. Da gehen wir gleich nochmal hin. Aber erstmal haben wir hier noch ein bisschen was. Oh, der du Schwanzkopf. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Da. Gut, hier gäbe es Schrotflintenmuni. Brauche ich aber gerade nicht. Super. So, aber wie gesagt, in diese Höhle da hinten würde ich gerne noch gehen und mal gucken, ob hier noch irgendwie was liegt. So, eigentlich brauche ich ja gerade nichts, aber falls man doch mal irgendwo noch eine Waffe findet, die man jetzt gerade nicht mehr da hat. Was ist das denn jetzt noch alles hier? Also dafür, dass das andere anscheinend der Storyweg ist, ist hier aber noch ganz schön viel los. Aber hier kann ich auch nicht irgendwie hoch oder so. Wobei. Vielleicht an der Leiter. Aber bringt mir das was? Ich kann die leider auch nicht benutzen. Die ist fake. Na gut, Moment. Von der anderen Seite? Hä? Ja, irgendwie anscheinend von der anderen Seite, aber da ist halt so ein Brett. Whatever, okay. Da wollen wir nicht hinter. Was ist hier noch? Eine Mine. Moment mal, wieso gibt es... Ich bin jetzt verwirrt. Hier gibt es jetzt echt ganz schön viele Wege gerade. Wo führt denn dann der andere Weg hin? What the fuck? Moment, das ist jetzt aber... Das kann doch nicht alles optional sein hier, oder? Jetzt bin ich gerade echt ein bisschen verwirrt. Oder gibt es zwei Wege? Oder ich habe fast gar keine Munition mehr hierfür. Das reicht nicht. Machen wir so. Au. Hier ist aber zu. Moment, aber hier kann ich aufmachen. Führt mich das dann jetzt in denselben Bereich? Hä? Jetzt bin ich gerade echt verwirrt. Ja, jetzt bin ich im selben Bereich. Ne? Aber dann habe ich ja jetzt den Kram da. Jetzt ist ja scheiße, hier lang gegangen zu sein. Nee. Nee, ich will hier nicht. Das ist, soll nicht mein. Ja, Moment mal. Nee, ach so, aber hier ist ja. Hier ist die Tür. Hier kommen wir hier raus. Aha. Okay. Das ist ja dann schon wieder nicht mehr so schlimm. Weil, wenn ich hier bin, müsste ja das Gitter zu der Seite immer noch offen sein. Ja, aber hier ist ja dann jetzt nichts mehr. Ja, dann kann ich ja jetzt ganz in Ruhe hier durchgehen. Hm. Trotzdem ein bisschen verwirrend. Headshot. Okay. Oh! Da ist ja noch einer. Ich will gerne noch ein paar mehr Headshots machen. Aber irgendwie verhalten die sich gerade komisch. Als wären die irgendwie nicht so wie vorher. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein.
Vielleicht ist einfach nur die KI am rumbacken. Das kann ja alles sein. Moment, kann ich das noch nachladen? Ja. Gut. Jetzt sagt die Paarzeit, alles easy. Noch nicht so viel Fortschritt, wie ich mir jetzt erhofft hätte bisher, aber hey. Immer noch besser als gar nichts. Ich würde mal dich draußen halten und mal weiter schauen. Access Hatches. Diese Hatchen. Ah, das öffnet das da hinten. Okay. Oh je, und da kommen natürlich Gegner. Aber ich würde sagen, dass ich die einfach ignoriere, mich hier durchzwänge und auf Wiedersehen sage. So, da müssen wir weder HP noch Schild noch Munition dran verschwenden, glaube ich. Aber hier vielleicht. Danger Mines, oh je. Nee, 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 da... Ich sehe sie, ja. Oh, oh. Ja, das erinnert mich gerade voll an Dawnless Forever. Okay, Moment, ja, ich mache das hier mal kurz. Das war jetzt Absicht, weil so ist es, glaube ich, blöd. Es gibt bestimmt irgendeine Möglichkeit, hier durchzukommen. Also klar, ich kann langsam laufen an den Dingern vorbei, weil ich sehe die ja. Aber es gibt bestimmt noch eine andere Möglichkeit. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Achso, die kriechen hier aus dem Boden raus. Oh, die habe ich nicht gesehen. Aber hier sind auch noch mehr. Ach, Mann, geht mir nicht auf den Sack, Alter. So. Bis hierhin sind wir schon mal halbwegs okay durchgekommen. Es gibt bestimmt irgendwie ein Achievement dafür, keine einzige Mine zu triggern oder sowas. Alter. Ich glaube, es ist echt klüger, einfach durchzurushen. Und vor allem sich nicht mit den Headcrabs auseinanderzusetzen. Moment, das hier ist nicht der Weg. Okay, wir machen jetzt mal kurz hier Pause, um herauszufinden, wo zum Teufel wir überhaupt hin müssen. Ich wollte jetzt halt einmal so durchrushen, weil dahinter muss ich ja anscheinend nicht. Da ist so eine Hatch offen, aber das bringt mir nicht so viel, wenn ich da nicht rüberkomme. Die Tür ging nicht auf. Oh Gott, ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Oh ne, das kann man nicht tragen. Okay, muss ich einfach hier weiter? Sieht auch nicht so aus. Sieht so aus, als würde ich da nur mit ganz viel Geglitsche hochkommen und so soll es ja auch nicht sein. Moment, da muss ich ja aber dahinter. Oh, sag mir nicht, ich muss irgendwie diese Holzkiste. Ja, das bringt mir nichts, wenn ich auf dem Bildschirm zeige, ich weiß. Ah, oh Moment, hier geht's auch hoch. Ah, jo. Nice. Tschüss. Leider ist auch kaputt gegangen hinter mir. Das ist eigentlich ganz gut. Dann folgt mir keiner da, ohne Schaden zu nehmen. So, könnte schon Oberflächenspannung vorbei sein. Bin ich jetzt im Lambda-Kerngebiet-Forschungskern? Oder ist es noch Oberflächenspannung? Ist noch Oberflächenspannung. Ja, hier ist ja auch noch Oberfläche. Wir sind noch nicht wieder unten, beziehungsweise noch nicht wieder drin. Was ist das? Scheiße, ich muss pissen. Okay, ich warte mal kurz. Turret. Das ist ja... Aha, die sind also doch unter mir. Hi. Oh. Also mein Ninja-Move hätte fast geklappt. Ich muss nur den richtigen Weg dafür finden.
Ja. Das war ganz schön viel Munition, die ich da gerade verballert habe. Da lade ich nochmal. Das geht, glaube ich, besser. Ich wollte ja auch gar nicht so runterspringen, aber ich hatte nicht wirklich eine Wahl. Oh! Mann. Ja, ich habe gerade so meine Ansprüche hier an mich selbst, wie ich diese Situation löse, aber ich glaube, das ist außerhalb jeder menschlichen Vorstellung. Oder außerhalb meines Fähigkeitslevels. Oh nee, wieso rutschst du denn immer so? Wenn ich da jetzt genau so gelandet wäre, hätte ich den perfekten Headshot gerade setzen können. Nein, Gordon denkt sich, oh nee, ich rutsche noch 2 Meter. Mann! Wenn die sich nicht immer so viel und so hektisch bewegen würden, Alter. Jetzt habe ich so viel AP schon wieder verloren. Das gefällt mir echt nicht. Ich habe jetzt keine Wahl. Caution, ja, komm, leck mich. Mann, jetzt renn doch nicht weg, Alter. Ich weiß, du machst mir auf Distanz mehr Schaden, aber das ist doch kacke. Kann ich runter? Besser. Als ob einer von denen das überlebt hat. Und wo wurde ich denn jetzt gerade abgeschossen? Ach Mann. Den Sprung schaffe ich nicht, oder? Oh Moment, wenn ich von Rohr zu Rohr, also von Stange zu Stange, meine ich, das könnte man schon schaffen. Nicht von der Stange zu der Stange springen. Ja. Jetzt beschießen mich natürlich nach wie vor die Typen von da unten völlig überflüssig. Okay, geht nicht, aber ich kann mich aufladen. Die schießen halt immer noch so, die schießen einfach konstant, die haben halt auch einfach unendlich Munition. Das kann doch nicht wahr sein. Du bist zu. Du gehst halt wirklich nicht. Könnt ruhig noch weiter da unten schießen. Ja, es ist nicht so, als würde ich deswegen jetzt in eure Schussbahn laufen oder so. Liebe Leute, ich würde an der Stelle hier den Cut setzen. Ich bin nicht so glücklich mit unserem Fortschritt in diesem Part, aber hey, es war schon mal schlechter. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.